Besser wir stoppen und suchen was zum Aufschlitzen. Uruks auf der Jagd. Diese hinterlistigen Angreifer! Zeigt es ihnen! Was war das? Tötet die Überläufer! Alles klar. Er wird überfallen. Bereit zu leiden. Soll er doch kämpfen. Ist mir egal. So. Nun zeig mal, was du drauf hast. Glückspilz. Das ist richtig gut. Jetzt bist du ganz allein. Oh, Moment. Da kommen noch mehr. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Das wird ja lustig. Schildkämpfer. Schau mir das weiter an. Los, fangt sie! Jawoll! Schwächt ihn. Vielleicht schafft der Schildträger es ja. Blute für mich! Der hat's echt drauf. Da kommen noch mehr. Ich dachte, das wäre jetzt vorbei. Niemand schafft ihn zu töten. Okay, ich warte jetzt. Noch ein bisschen. Und wenn er den Kampf wieder gewinnt, schreite ich ein. Und dann nehme ich ihn. Tötet die Verräter! Na los. Tötet alle! Sehr schön, das Schild ist weg. Okay, dann spielen wir mal mit. Überraschung. Zack. Hallo, Freunde. Feier gefällig? Oh, du bist immun, das dachte ich mir. Egal. Jetzt mische ich mal ein bisschen mit. Ich will auch noch ein Stück vom Kuchen abhaken. Komm her. Aua. Da. Zack. Da. Und da. Wer will denn kleine Häppchen geschnitten werden? Oh, was? Oh, das war böse. Drecksack. Dafür stirbst du, Hund! Ja! Du ließest mich verrecken! Du hast deine Arbeit nicht einmal zu Ende gebracht! Ich, du Amateur! Werde sie jetzt beenden! Du verdammter Hund! Lass jetzt draufgehen! Da. So! Nicht so, nein? Doch! Und dann hole ich mir deinen Meister! Komm her! Oh doch! Du stirbst hier in diesem Gestrüpp! Oder du stirbst jetzt, mir egal! Sauron soll dich holen! Verrecke, dein Glück ist vorbei! Bye-bye! Verdammt! Du hast noch mal überlebt! Dein Glück ist dir echt hold! Aber jetzt ist es vorbei! Da! Und jetzt stirb, du verdammter Hund! Da! Komm her! Na los! Verschwinde! Zack! Du und ich. Ja, genau. Oh, verdammt. Er hat mich getroffen, er hat mich getroffen. Das war's aber jetzt. Jetzt schlag ich dir den Schädel runter. Bringt es zu Ende. Na gut, wenn du drum bittest. Stirb. Jetzt verlässt dich dein Glück. Das war's. So stark war er gar nicht. Ha! Der Hauptmann ist tot. Nur im Tod findest du Ruhe. Okay. Das hätten wir. Jetzt können wir hier noch ein paar Sklaven befreien. Und dann schauen wir weiter. Wer würde mir dann Gesellschaft leisten?
Aber als erstes würde ich mich noch verbessern. Genau. Okay. Kritischer Treffer. Wir haben 5 Fähigkeitspunkte. Oha, das ist richtig viel. Okay, dann würde ich kritischer Treffer reinmachen. Wurfdolche. Oh yeah. Hoffentlich kann ich da auch damit... oh, Schulterstoß. Um Schilder zu zerstören. Yeah, nice. Auf jeden Fall. Und was haben wir hier? Tödlicher Schattenangriff. Das hört sich auch gut an. Und... Überspringer. Ein sofortiger Todesstoß. Okay. Weiß nicht, was das bringt, aber egal, nehmen wir auch. Vielleicht kommen nachher so richtige starke Uruks oder die Urukai, von denen die ganze Zeit geredet wird. Und dann braucht man vielleicht das hier. Aber was ist das? Moment, Moment, Moment. Was ist das denn hier? Ah, Schleichaufzehrung. Kampfaufzehrung. Ah, da kann man dann sie dazu bringen, dass sie mit einem kämpfen. Und Geistertodesstoß. Das ist natürlich... Oh, das ist auch geil. Beim Kämpfen natürlich. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich nehmen soll. Das ist natürlich echt... Dolchhagel? Okay, da kann man dann richtig viele Dolche schmeißen. Junge, Junge, wir haben uns bald echt gut ausgebildet hier. Aber ich würde sagen, ich nehme den Geisterstoß. Der hat mich schon angemacht. Okay. Und dann nehme ich natürlich mehr Pfeile. Die werden natürlich gekauft. Mehr Pfeile, das muss ich. Und noch mehr Energie. Und ja, was kaufen wir? Ich glaube, eine Schwertrune wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. Oder wir holen uns mehr Fokus. Wir holen uns mehr Fokus. Und als nächstes dann eine bessere Schwert... Also eine weitere Schwert... Schwertrunenplatz oder Dolchrunenplatz. Das müssen wir dann schauen. Alles klar. Gut. Dann schauen wir mal. Was können wir denn für Runen reinpflanzen? Da haben wir ja auch noch eine epische Rune gekriegt. Die haben wir drin. Da haben wir noch eine. Vollständig Fokus wieder her. Und was ist das? Verlängert die Zeit, bis die Trefferserie zurückgesetzt wird. Um 10. Aha. Okay. Alles klar. Machen wir rein. Was haben wir hier drin? Das ist auch eine Billigrune, wo wir hier drin haben. Da können wir auch diese drei epischen Runen reinpflanzen. Was haben wir hier? Dann können wir auch mal gucken. War auch bestimmt besseres Zeug. Ja, was haben wir da? Das ist Chance von 37% bei tödlichem Kopfschuss. 30 Fokus wiederherzustellen. Und hier haben wir Chance bei 11% bei einem Angriff mit den Bogen ein Elbengeschoss zu erhalten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber was machen wir dafür raus? Das müssen wir natürlich gucken. 33% Aufzehrung. Wir nutzen ja Aufzehrung noch gar nicht. Bei einem tödlichen Kopftreffer 10 Gesundheit regenerieren. Das ist cool. Wobei ich das meistens nicht im Kampf mache. Aber ich glaube, ich mache die hier weg und nehme das hier. Fokusregenerierung. Und dann würde ich eigentlich gerne noch... Was ist das? Chance bei einem Ritt auf einem Karagorn wahrscheinlich. Mit dem Schwert oder mit dem Bogen 2 Elbengeschosse zu erhalten. Ja... Ja, wir nehmen lieber das. Ist doch besser, würde ich sagen. Was haben wir für den Dolch? Da haben wir auch eine epische Rune. Erhöht die Dauer von Archans Schatten um 10. Archans Schatten? Keine Ahnung. Okay, aber eine epische Rune müssen wir reinpflanzen. Was haben wir dann hier drinne? Hier haben wir jetzt 37... Ja, da haben wir bestimmt auch besseres Zeug. Lass mal gucken. Junge, Junge, da haben wir richtig viel. Beim ersten Treffer, kritischen Treffer verursachen. Oh, das ist geil. Das ist geil. Kritische Treffer ist immer gut. Haben wir noch so eins? Das hier? Terrorisieren? Nein. Das sind ganz normale. Aber sind auch ganz schön viele Runen haben wir hier.
Boah, das ist auch eine gute Rune. Aufzehrung gibt Gesundheit. Ey, wir haben schon viele Orks getötet. Leck mich am Arsch, ey. Aber kritischer Treffer ist zwar Stufe 6, aber ist halt schon nicht schlecht, wenn ich von oben komme und ich mache bei einem Hauptmann gleich einen kritischen Treffer. Das ist natürlich richtig gut. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir noch diese Nebenaufgabe hier. Befreien heimlich, still und leise ein paar Sklaven. Okay. Nur nicht auffallen. Erstmal einen Überblick holen. Überraschung! Da bin ich! Komm, du hältst Maul! Gut. Du bist am erbärmlichsten. Boom! Bye bye, macht's gut, fliegt runter. Jawohl, keine Leichen zu sehen. Super. Hier hoch, über die Seile. Die Menschen haben gestern nur einen Teil. Halt das nächste Mal dein stinkendes Maul! Bye bye! Ganz ruhig. Schon macht's Knicke die Knack und es ist vorbei. Hey, wie wär's, wenn du dich mit mir anlegst? So, verschwindet. Ich danke dir. Kein Problem. Ich rette noch mehr. Falkläufer, hilf uns! Bin schon da, bin schon da. Mach dich los und jetzt verschwinde. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer! Mach ich. Hepp. Okay. Wer hat mich gesehen? Ach, der. Gotthangs Niederlage ist erbärmlich. Ein Pfeil für dich. Ich hab gesehen, wie und du das ein Dolch in den Rücken für dich. Tja. Alles in Ordnung? Ich hoffe doch. Danke, Waldläufer. Flieh und versteck dich. Und lass dich nicht mehr schnappen. Ein Wurm. Die Schmieden arbeiten seit ein paar Tagen ohne Unterlass. Du weißt, was das bedeutet. Mehr Wurf. Und der Gemetzel, wenn die Menschen aufhören. Du wirst wissen, was auf sie zukommt. Wird sie versteckt und umfallen. Das wird die Parallel auszuspielen. Tob dich aus. Tob dich aus, mein Kleiner. Tob dich aus. Beschäftigt. Dann kann ich ja jetzt ins Club. Alles klar. Flüchte. Jawohl, auch diese Mission ist erledigt. Solche Qualen für eine einzige zerbrochene Schaufel. Ich dachte, ich wüsste, was Grausamkeit bedeutet. Doch die U-Books haben mich eines Besseren belehrt. Alles klar. Informationen nehmen wir auch noch gleich mit. Und zwar... Wer schützt ihn hier? Aha. Ashgarn. Der Durstige. Säuft wahrscheinlich den ganzen Tag nur Grog. Hoffentlich bleibt's ihm nicht im Hals hängen, wenn ich ihn durchschneide. Hilfe, ein Karagor! Oh, alles klar, die spielen noch mit dem Karagor und ich verschwinde. Der Fleischbruder. Auf dem Weg zum Fleischbruder. Oh, Orks. Oh, ein Feuer. Entzünden wir es mal. Oh, das war daneben. Aber jetzt!
Feuer ist aus. Ich bin's weg. Das ist eine Verschwendung meines Talents. Ich habe Satz zu suchen. Okay. Jetzt wird's heftig. Es ist zu kalt. Es ist zu nass. Es ist zu dumm. Worüber beschwerst du dich? Er beschwert sich nicht. Hm. Nur was ihm schleicht da jemand umher? Schleicht da jemand umher? Ja, mein Pfeil. Der will in deinen Kopf. Tschüss. Stör mich nicht. Ich hoffe nur, das Lager am Schlund schließt sich nicht mit uns zusammen. Bei so viel Konkurrenz könnte ich die Beförderung auch gleich vergessen. Du bekommst sowieso keine Beförderung, weil du bist tot. Ups. Ich habe 3 Spinnen getötet. Endlich. Aber dich nicht. Hab ich dich gerade etwas gehört? Unabsichtlich getötet. Du. Also gut. Dann segelst du halt hier runter. Mir auch egal. Nein! 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 Er springt einfach in den Tod. Okay. Er hat sich so erschrocken und hat sich in den Tod gestürzt. Armer Kerl. Tut mir gar nicht leid. Alles klar. Wieder ein Überfall. Gebt Acht! Hier wurde ich schon einmal angegriffen. Gebt Acht vor mir. Okay, sind viele Schildträger. Jetzt mal schaue ich mir das ein bisschen von Weitem an. Koste meinen Stahl! Den einen oder anderen kann ich auf jeden Fall erlegen. Na, lass dir der Pfeil auch weh. Was ist er denn? Wo steckt er denn? Einer weniger. Was war denn da? Oh. Alles klar. So, Pfeile her und los geht's. Attacke! Zack! Zack! Und... Na komm! Menschen abschauen! Noch mehr Gegner für den Kampf? Ich nehm's mit allen auf. Ja? Das will ich sehen! Oh, verdammt! Halt mal! Leg dich mal ein bisschen hin, ausruhen! Lass die Großen spielen! Nein? Und dann muss ich dir halt den Schädel abschlagen! Na komm schon! Yeah! Na du mit deinem kleinen Schildchen, was hast du denn vor? Na. Komm her! Lass uns kämpfen! Ja, verdammt! Über den Kampf musst du noch einiges lernen, Tark! Was soll ich denn lernen? Bring's zu Ende! Lauf nicht weg! Verschonst mich? Verschonst mich? Wo ist der hin? Noch mehr Orks! Was war das? Eine Explosion? Ja, das war eine Explosion! Verdammt! Mist, er ist mir entkommen, nur wegen euch! Verdammt! Und jetzt? Finde ich ihn. Er versteckt sich jetzt irgendwo anders. In der schwarzen Straße. Und wo genau liegt die? Hier, irgendwo.
Irgendwo hier versteckt er sich. Dann reise ich dorthin und reiß ihm den Schädel runter. Dieser Hauptmann ist verdammt stark. Und er hat mich verschont. Trotzdem wird ihm das nichts helfen. Mal schauen, wie lang noch sein Kopf auf seinen Schultern bleibt. Ich muss nur rausfinden, wo er ist. Du garstige Made! Irgendwo. Da hinten. Man kann sich hier überall verstecken. Oh, Moment mal. Hier oben ist auch schon wieder was. Aha, schau an. Ein weiteres Graffiti für unsere Wand. Nanichir Gelae Mordor. Okay. Sehr schön. Und wo steckt jetzt dieser Hauptmann? Das da drüben. Ich versuche den Schmied da drüben zu überreden, einen Griff an seinen Amboss anzubringen, damit ich damit den Sklaven eins überziehen kann. Das ist er nicht. Die Schmieden arbeiten seit ein paar Tagen ohne Unterlass. Vielleicht ist er hier irgendwo. Da ist er. Ich habe ihn geortet. Amuk. Amuk, diesmal entkommst du mir nicht. Du hast Angst vor Karagors. Das sollte ich nutzen. Okay, Amuk. Dein Arsch gehört mir. Das erste Karagor ist frei. Das war knapp. Wir sind ja direkt an mir vorbeigeschlichen. Amok ist da oben. Sehr schön. Das Karagor erledigt hier gerade alle. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Den Karagor! Los! Ja! Dann helfe ich ihm mal! Ganz ruhig! Jetzt bist du mein! Und wir zerschnetzeln sie schön! Bleib liegen und stirb wie ein Mann! Und du auch! Genauso wie du! Jetzt schnappen wir uns den Hauptmann! Los! Komm her! Du hast mich verschont! Ich verschon dich nicht, mein Freund! Lauf! Na komm schon, lauf! Zack! Na komm, lass uns kämpfen! Ja genau, zerstückel ihn! Moment! Zerstückel ihn! Los, Karagor! Wo willst du hin? Du verlierst erstmal deinen Schädel! Nimm die Witterung auf, los, zerfetz ihn! So, und jetzt komm ich! Erledige es! Ich bin nicht so wie du. Ich töte dich. Abschaum! Bon Appetit! Gut. Alles klar. Diese Hunde nehmen wir an. So, und dann würde ich sagen, machen wir noch diese Nebenquest hier. Warum nicht? Bei der richtigen. Ah, alles klar. Dann metzeln wir ein paar Uruks nieder.
Auf dem Rücken eines Karagors! Meines Karagors! Los geht's! Holen wir uns die Patrouillen! Lauf, Karagor, lauf! Hallo, Freunde! Da! Na komm schon! Ich habe auch noch ein paar Pfeile zu verteilen. Na komm schon! Steh auf! Wenn ich dir den Schädel runterschlagen kann! Na ja, komm! Na komm, mein Karagor hat Hunger! Ah, Zeit zum Essen! Nicht zum Sterben! Ja! Ja! Das ist dein Schild! Zeit für Happa Happa! So ist brav! Los, weiter! Hast doch Hunger? Ich sehe da hinten leckere Orks! Schnapp sie dir! Da! Komm her! Wer will gefressen werden? Du vielleicht? Oder du? Leg dich hin! Weiter! Zur nächsten Wache! Alles. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Diese verdammten Patrouillen. Wir werden sie alle erledigen. Ich mach mal kurz hier einen Durchritt. Ciao. Da! Komm her. Schön fressi. Schön Happa Happa machen. Das war's. Jetzt aber nichts wie weg hier. Okay. Ab jetzt bist du auf dich gestellt, mein Freund. Ich verschwinde. Schnapp ihn dir! Okay. Alles klar. Dann dürfte jetzt der Häuptling nicht mehr geschützt sein und wir können ihn uns holen. Sehr schön. Wo genau steckt denn der überhaupt? Ah, hier. Dann reisen wir mal schnell dorthin und erledigen ihn.